endlich wieder draußen trainieren. Nachdem am Sonntag bereits die Tennisabteilung des SCC die Saisoneröffnung gefeiert hat, waren am Montag die Leichtathleten an der Reihe. Von nun an heißt es endlich wieder draußen in der frischen Luft trainieren. Das heißt, wir freuen uns, in der Freiluftsaison zu sein. Habich Halle ist passé und wir freuen uns auch, wenn ganz, ganz viele Kinder, Jugendliche auf dem Weg zum SCC e.V. auch in Zukunft wieder finden werden. Mir macht das Draußentraining viel mehr Spaß, weil frische Luft und Sonne macht einfach doppelt so viel Spaß. Für die Leichtathletinnen und Leichtathleten war die Saisoneröffnung in diesem Jahr eine Premiere. Eine tolle Möglichkeit, um nach dem Hallentraining endlich wieder zusammenzukommen und Vereinsmitglieder und Freunde wiederzusehen. Ja, also die Saisoneröffnung hatten wir in diesem Jahr zum allerersten Mal. Wir waren auch selber ganz überrascht. Es war auf jeden Fall ganz cool herzukommen. Auf einmal war der Sportplatz ganz, ganz voll und die Musik lief. Ich finde, draußen Sport ist besser, weil wir Wettkämpfe machen. Da können wir auch besser Weitsprung machen. Entgehen lassen hat sich das keiner. Von den ganz kleinen U8ern bis hin zu den Leistungssportlern waren alle dabei, um zusammen locker etwas Sport zu treiben. Wir sind wieder mit allen Gruppen, Kindergruppen, das heißt von 6 an bis hoch zur U20, U23, auch unsere Top-Athleten heute auch da. Ich bin der klassische Kurzsprinter, das bedeutet, ich mache die 100 und 200 Meter. War da in der letzten Saison auch relativ recht erfolgreich. Ich wurde in der U20 deutscher Jugendmeister. Diesmal auch anwesend war einer der ganz Großen des Vereins, Robert Harting, Olympiasieger und dreifacher Weltmeister im Diskuswerfen, stattete seinem Verein zum Saisonauftakt einen Besuch ab. Eine super Zeit hier gehabt. Ich war immer erhört, es gab immer Gespräche, es gab immer Unterstützung, es gab immer auch, ja, auch so ein bisschen Kampf seitens der Organisatoren des Vereins. Auch wenn der Fokus beim SCC auf dem Leistungssport liegt, ist der Verein sehr breit aufgestellt. Jeder Sportler ist willkommen und wird auf seinem Leistungsniveau gefördert und gefordert. Wir wünschen allen Sportlern nach dem tollen Saisonauftakt viel Spaß beim Training in der Sonne und drücken die Daumen für alle, die schon bald die ersten Wettkämpfe bestreiten werden.